Hallo Leute, wir sind die Sportexperten aus der STS Lugo. Rico Tourguet ist schon seit langer Zeit in der Szene und er hat sogar die Tischfußball-Weltmeisterschaft in Hamburg mit organisiert. Wir sind Lisa und Isabella von der Stadttanzschule Lurup. Ist Tischfußball eine ernstzunehmende Sportart? Ja, auf jeden Fall. Also es wird immer ernstzunehmender. Die ganze Sportart entwickelt sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut und auch weltweit. In der ganzen Welt, es gibt mittlerweile über 100 Länder, die einen Verband haben, einen Tischfußballverband. Wir haben gelesen, dass die Tischfußball-Bundesliga nur an 2 Wochenenden stattfindet. Warum so wenig? Spielst du auch im Ausland und was war dein höchstes Preisgeld? Oh, mein höchstes Preisgeld war noch nicht so hoch. Warum gibt es beim Tischfußball manchmal Schiedsrichter und manchmal auch nicht? Wer ist aktuell deutscher Meister der Fußball-Frauen-Bundesliga? Das müsste... Sportexperten fix. Wie schnell war deine schnellste Partie bis zur Entscheidung? Wie buchstabiert man Jalousie? J-A-L-O-U-S-I-E. Was? Richtig. Deine Witzigkeit.